und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, hier sind wir beim letzten Mal rausgegangen und ich habe sie gerade schon im Hintergrund gesehen. Wir wollen natürlich zu Vaiana. Wenn ich jetzt rüberporte, habe ich nämlich das Problem, dass das wieder nicht mehr drin ist. Deswegen, und so weiß ich wenigstens, dass sie nicht so direkt abhaut. Hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ja, deswegen bin ich hier. Gameplayerin, ich habe ein Boot gefunden. Ja, wahrscheinlich das, was direkt neben deinem Haus ist, oder? Ich habe das extra da platziert. Es liegt am Strand und ist beschädigt. Aber nicht allzu sehr. Komm und sieh es dir an. Okay, geh voran. Folge mir. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Nee, ich komme nicht wieder. Ich komme direkt mit dir mit. Das ist das Einfachste. La, 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 la. Ich war auch schon überlegen, ob ich vielleicht eine andere Frisur machen soll. Ich habe das jetzt nur so gemacht, weil ich halt meistens so aussehe. Aber ich habe eine ganz schicke Frisur noch gefunden. Also wenn ich mich mal irgendwie ändern sollte oder sowas von der Optik, dann, ja, mache ich das mal offline. Siehste, ich habe es doch gewusst. Habe ich dich an eine gute Stelle gesetzt, Vaiana? Bleibst du jetzt mal stehen? Hallo? Hey! Siehst du, es ist beschädigt, aber der Rumpf ist in Ordnung. Ich bin sicher, wir können es reparieren. Danach können wir fischen, um die Insel segeln. Und vielleicht etwas erkunden? Können wir fischen? Was heißt das denn? Das klingt fantastisch. Ich bin froh, dass du mich begleiten willst. Alles, was ich hier gesehen habe, ist so seltsam und wunderbar. Wer weiß schon, welche anderen fantastischen Orte sich hinter dem Horizont verbergen. Orte, die wir finden können, sobald wir das Boot repariert haben. Danke. Ja. Nichts zu danken. Ich möchte dich hochleveln. Wo bist denn du jetzt? Ach, da. So, da wir sowieso nicht weiterkommen mit Mickey, ist das nicht schlimm. Weichholz haben wir genug. Faser müssen wir noch finden. Ach, du Schande. Und rosa Hortensie. Haben wir 1 von 3. Echt jetzt? Mehr habe ich da nicht von? Aber wo finde ich jetzt bitte Fasern? Suchst du nach Holz? Im Menü Sammlung findest du weitere Informationen. Ach so, Moment. Sammeln. Ach, Moment, Eisenerz. Ah! Das habe ich ja in der letzten Folge schon gesucht für Mickey. Das finde ich auf der Lichtung des Vertrauens und im Wald der Tapferkeit. Wird aber auch noch verkauft für 10. Oh, das sollte ich mir auf jeden Fall mal merken. Aber wir kommen halt trotzdem nicht weiter, weil wir haben ja dieses Holz nicht. Oder Moment, Hartholz? Das finde ich auch auf der... Nein... Ach, das ist auch sowas, was man einsammelt. Ah, dann hätten wir die Quest doch machen können. Nein. Moment. Und wir suchen noch. Wir suchen noch. War das das hier? Weiß-rote. Moment. Ich muss mal eben gucken. Rosa Hortensie. Wir kommen hier übrigens mit O rein. Fällt mir gerade auf. Das habe ich mir noch nie aufgeschrieben. Das sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben. O. Ja. Obwohl, nee, Moment. Mit O bin ich jetzt in die Sammlung reingekommen, oder? Jetzt bin ich ja ganz woanders. Aber das ist, glaube ich, richtig, oder? Sammeln? Genau. Sammeln. Ich schreibe das jetzt mal unter Sammeln, damit ich das nicht vergesse. Weil es ist schon ganz gut, wobei wir natürlich auch mit U hier reinkommen, theoretisch. Aber es ist schon ganz gut, immer diese Shortcuts zu wissen. Okay, also wir machen natürlich trotzdem mit Vaiana heute weiter. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir jetzt holen sollten. Irgendwas mit rosa. Rosa Hortensie hier. Am schillernden Strand. Wird aber auch verkauft. Ach so. Ach hier, ja, wir stehen daneben. Ach, ich bin so doof. Okay. Nee, das sind die gar nicht, gell? Das war einer. Okay, da haben wir schon mal genug von. Und dann brauchen wir noch Fasern. Moment. Das ist Baumwolle, aber... Fasern? Fasern können wir doch gar nicht. Gehört das irgendwie zu... Ach so, Werkbank, Fasern. Nein! Mit Algen kann ich die herstellen. Aber
Wird verkauft für 6. Naja, gut, zur Not können wir die theoretisch auch kaufen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Mit Algen kann ich die herstellen, aber dann beim Kochen müsste ich die doch theoretisch herstellen, oder nicht? Weil ich kann sie ja nicht auf der Werkbank herstellen. Hier wird es nicht verkauft. Ach so, wie viel haben wir eigentlich? 8000. Können wir das hier nicht noch verbessern? Hallo? Ja, die Verbesserung dieses Verkaufsstandes wäre eine gute Investition. Goofy könnte mehr Produkte verkaufen und verkaufen, sodass du mehr Verbesserungen im Tal vornehmen könntest. Ja, für 2000 machen wir das doch mal. Was kriegen wir denn? Tomaten. Na gut, die Tomaten, die haben ja schon mal... ja gut. Bananen kann man dann auch kaufen. Ja, aber ich würde dann sagen, dass wir dann erstmal noch keine zweite machen. Da oben habe ich jetzt gerade was gesehen. Vielleicht könnten wir da einen... Ah ne, da war eine Truhe drin. Ne? Vielleicht könnten wir da einen Smaragd kriegen. Ach, dieses langsame Laufen. Ich wünsche mir wirklich eine Sprinttaste. Ich weiß nicht, wo man sich wünschen kann bei Disney. Ich habe mal gelesen, dass die wohl auch auf die Wünsche der Leute eingehen. Ich habe aber keine Ahnung, wo man es hinschreiben soll, damit sie darauf eingehen. Moment, jetzt suchen wir mal eben. Weichholz? Ach, Weichholz brauchen wir jetzt für sie. Ich dachte, für sie brauchen wir Hartholz. Ich suche jetzt mal einfach das Ganze... Ach so, doch, da oben Weichholz. Ja, stimmt. Ich kriege aber anscheinend mehr Weichholz als Hartholz, so wie es aussieht. Ich muss da echt mal gucken. Also, wegen Mickey gucke ich auf jeden Fall nochmal nach. Da. Moment, da wollte ich nochmal kurz... Ich weiß ja nicht so richtig, was da dabei rauskommt, aber es kommt auf jeden Fall ein Edelstein bei rum. So, ist natürlich wieder nicht der, den wir brauchen, war ja klar. Aber gut, den wollte ich auf jeden Fall mitgenommen haben. Hier haben wir auch nochmal Holz. So, die Frage ist jetzt, wie machen wir das jetzt mit den Fasern? Weil ich habe natürlich nicht so viel Seetang. Und auch ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich den Seetang überhaupt jetzt genau herbekommen habe. Weil den können wir ja nicht so richtig farmen, glaube ich, ne? Hier ist auch nichts bei Vajana. Moment, konnte man das nicht sehen eventuell? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Moment, Werkbank. Aber da steht Werkbank. Werkbank und Seetang. Das verstehe ich irgendwie nicht. Wird verkauft für 20. Ja toll, aber wo wird das verkauft? Wobei, Seetang theoretisch brauche ich ja nicht, sondern ich brauche die Fasern. Wird verkauft für 6. Aber wo? Meine lieben Leute. Wo haben wir das denn? Wir haben es am Strand doch, meine ich, bekommen, oder? Hier war es doch nicht. Ich gehe da mal eben gucken. Wie gesagt, hier hatte ich noch einiges freigeschaltet. Oh, das sieht übrigens sehr gut aus hier. Zumindest ein Teil davon. Der andere Teil ist schon wieder total verrottet und muss schon wieder vergossen werden. Genau. Muss schon wieder gegossen werden. Sag mal, jetzt kommen wir hier gar nicht mehr durch. Also, ach. Kann man sich ja gar nicht mehr bewegen. So, nehmen wir das auch mal eben auf. Oh, was bist du denn für ein... Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Nicht abhauen. Hallo? Jetzt ist er abgehauen. Das wollte ich jetzt nicht. Na gut. Ich sehe hier mal wieder nichts, weil mal wieder hier die Bäume mitten im Weg stehen. Ach, das ist so super angeordnet von mir. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall nichts. Dann, wo könnte es denn sonst noch sein? Wir haben ja sonst nichts mehr zu kaufen eigentlich. Wahrscheinlich sagen die nur, dass man das kaufen kann, weil man es irgendwo kaufen kann. Und wir wissen aber nicht, wo. Hm. Also unten links war nichts, hier ist nichts. Am schillernden Strand haben wir zwar noch nicht alles, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwas kaufen können. Wir können den Rest da mal freischalten, aber... Ich weiß echt... Ach, du bist schon wieder da hier.
Ja gut, da ist nur sein Zuhause. Ich weiß echt nicht, wo wir sonst den Seetang herkriegen. Das Einzige, wie gesagt, wo ich den gefunden hatte, meine ich, das war im Bereich von Vajana. Hallo. Müssen wir hier doch mal gucken. Ja, ich weiß, ich weiß. 3000 ist viel, aber dann wissen wir zumindest, was hier noch drin ist. Ja, war mir klar, dass es nicht das sein wird, was wir brauchen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verzweifelt, das gebe ich jetzt auch zu. Ich meine, ich könnte jetzt wieder zu Vajana gehen im Bereich, aber da haben wir jetzt auch nichts Neues mehr gefunden die letzte Zeit. Wir waren ja schon mal da. Ich wüsste sonst nicht, wo ich noch Seetang herkriege. Ich meine, hier, wo die Meereshexe gefangen worden ist. Aber ich glaube nicht, dass da Seetang drin war. Das kann man noch aufheben. Ich nehme mal einfach die Sachen mit, die man aufheben kann hier. Aber hier kommt irgendwie auch nichts Neues rein, ne, wenn ich hier reinlaufe. Das ist ja auch noch so. Boah, jetzt geh, Mann. Und damit meine ich jetzt nicht das Eichhörnchen. Waren übrigens noch nie bei ihr zu Hause, fällt mir gerade auf. Ah, so sieht das aus. Okay. Oh. Sehr geil. Haben wir wieder was Neues zum Anziehen. Ah, okay. Gut, wenn ich bedenke, wie arschkalt es draußen gerade ist, bei den Minusgraden, die wir haben, möchte ich das gar nicht anziehen. Ruft nach mir. Was? Wer ruft nach dir? Hallo. Was für ein toller Tag zum Segeln. Ja, finde ich auch toll. Können wir dir eigentlich noch irgendwas geben? Eistatze, oh Gott. Rosa Bromeli. Keine Ahnung, ob wir die haben. Ah, guck mal, haben wir so... Ach, nee, Moment, rosa Hortensie. Ach so, ja, 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 okay. Lila Hortensie. Aber rosa Bromeli haben wir jetzt nicht. Flussbarsch, keine Ahnung. Ja, tut mir leid. Lasst uns abhängen, genau. Lasst uns abhängen. Erstens, ich muss sowieso Zeit mit dir verbringen. Ich glaube, eine Stunde insgesamt. Und zweitens würde ich dich gerne mitnehmen, um zu arbeiten. Das dann aber gleich offline. Sammeln wir hier die Blümchen mal ein. Aber das ist echt... Ich meine, ich kann jetzt nochmal dahin gehen. Aber ob mir das was bringt, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich denke nicht. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, ich meine, den Seetang, den haben wir gefunden, weil er einfach nur unten am Strand entlang gelegen hat. Aber ich meine auch, dass wir den einzigen Seetang hier gefunden haben. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Also es kann sein, dass wir bei uns am Strand tatsächlich auch was davon gefunden hatten. Aber hier liegt natürlich jetzt auch wieder nichts. Genau wie ich schon vermutet hatte. Ja, Mann, jetzt pack hier nicht in dem Bäumchen rum. Ja, also wenn dann... Oh. Wenn dann wäre das hier höchstens hier. Wieso kommt die eigentlich nicht mit nach hier? Ich dachte, dass wir abhängen können. Gemeinsam. Vajana, findest du meine Augenfarbe so schön oder warum stellst du dich jetzt hier direkt vor mich? Okay, also... Ich bin tatsächlich etwas verzweifelt, was jetzt den, also die Fasern selber angeht. Ich habe keine Ahnung, wo wir die jetzt kriegen. Ich möchte jetzt auch nicht wie blöde mit euch die ganze Zeit hier in der Gegend herumlaufen. Ich guck mal eben, ich habe die, glaube ich, genau hier reingetan. Wenn ich die, das ist natürlich jetzt blöd, wenn ich die jetzt benutze... Hier drin. Ich mach mal eine. Was kommt denn da raus? Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Mann.
Okay. Stand ja auch Werkbank, aber ne, was soll ich machen? Ich meine, der benutzt sowieso alles mit der Werkbank. Was ich im Lager habe. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Wieso kann ich jetzt Fasern machen? Konnte ich die ganze Zeit schon Fasern machen? Wahrscheinlich konnte ich die ganze Zeit schon Fasern machen. Moment, wie viele Fasern brauchen wir? 50 Stück. Nein, ich kann nur 30 machen. Ihr seid so mies. Ihr seid sowas von mies. Oh, einen Steinbrunnen kann ich jetzt herstellen. Okay. Ja. Wir brauchen aber nichtsdestotrotz immer noch neuen Seetang. Ich hole mir hier direkt mal ein bisschen was für neue Energie. So. So. Und dann gucken wir hier unten nochmal, ob wir jetzt vielleicht doch nochmal Seetang finden, wenn wir da runtergehen. Es ist echt zum Verzweifeln. Immer wenn man die Sachen braucht. Ich meine, es ist gut, dass ich die Sachen mitgenommen habe, ne? Jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe. Aber dass sie dann irgendwie auch nicht wiederkommen oder nicht so schnell wiederkommen, wie auch immer, das ist natürlich nicht so schön. Hier ist aber auch nirgendwo... Nirgendwo Seetang. Ihr könnt mich doch mal... Können wir die vielleicht ausbuddeln oder so? Aber glaube ich eher nicht. Wieso willst du das nicht ausbuddeln? Nee, kriegen wir natürlich wieder nur die anderen Sachen mit. Tja, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber wir kommen im Moment nicht weiter. Ich würde sagen, dass ich jetzt offline erstmal ein bisschen was mache mit ihr. Dass ich das Feld abernte. Und wieder neue Möhren da drauf pflanze. Und ja, dass ich mich danach nochmal ein bisschen umsehe. Und wenn ich irgendwo diese Faser nochmal finden sollte, beziehungsweise den Seetang, dass ich euch dann sofort Bescheid sage, beziehungsweise direkt dann die Aufnahme weitermache. Ja, ich würde sagen, bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück. Also ich habe wirklich das komplette Tal abgesucht. Ich habe jetzt mittlerweile soweit alles drin. Ich weiß nicht, ob ich das eben auch schon hatte. Ich habe genug Holz auf jeden Fall gefunden. Ich habe die Hortensien, hatten wir ja vorhin, glaube ich, schon alle durch. Nur die Fasern fehlten uns noch. Da hinten ist das Einzige tatsächlich, was ich hier gefunden habe an Seetang. Da kommen wir aber nicht hin, weil immer noch diese dämlichen Pilze hier alles ja, belagern, dass man nicht durchkommen kann. Ich finde es einfach lästig, weil man nicht weiß, was man machen soll. Ich denke mal, dass man den Zauberer soweit ein bisschen verbessern kann, dass man ja vielleicht die Gießkanne verbessern kann oder wie auch immer. Er ist aber schon auf Höchststufe mittlerweile bei mir und ich muss erstmal Donald Duck freischalten. Das Problem dabei ist natürlich, wo finde ich Donald Duck? Also da habe ich keine Ahnung. Wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir vielleicht in die Richtung arbeiten, ja, dass wir Donald Duck finden können. Wir haben ja noch den kleinen Roboter, also hier Wally-E. Da müssen wir noch hin, aber der hat leider auch nichts mit Donald Duck zu tun. Eiskönigin hat natürlich auch leider nichts mit Donald Duck zu tun. Was ich gerne noch machen würde, ich spare gerade auf die 7000, damit ich hier oben die sonnige Ebene den Zugang freischalten kann. Das würde ich wahnsinnig gerne noch machen, damit wir hier das Gebiet nämlich auch schon frei haben. Gut, das vergessene Land würde ich natürlich dann später auch gerne freischalten. Da weiß ich allerdings, dass das definitiv... hier Scar bzw. König der Löwen sein sollte. Eisige Höhlen sollte auf jeden Fall die Eiskönigin sein. Wald der Tapferkeit gehört anscheinend auch irgendwie zur Eiskönigin. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Lichtung des Vertrauens vom Namen her. Könnte das vielleicht mit Toy Story zu tun haben. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weil die haben ja nichts mit Sümpfen zu tun. Deswegen, also das irritiert mich ein bisschen. Ich habe auch schon überlegt, wir konnten ja, da reise ich nochmal eben schnell hin, wir konnten ja hier in dem Schloss noch andere Sachen freischalten. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt auf die 7000 spare für die, für das linke Land, was wir da hatten, dann kann ich das natürlich jetzt nicht mehr machen. Ich denke mal, das kostet auch wieder 2000 oder so.
Ich vermute mal, nee, 7000 sogar. Ich vermute mal, dass das halt die Eiskönigin ist, weil wegen dem Schneezeichen, ne? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Nein, nein, du bist nein, hier. Nein, schön, denn uns bleibt nein. Nicht viel Zeit. Da brauche ich auch 7000 für. Habt ihr irgendwie den Danke, Schuss nicht gehört? Sehr freundlich von dir. Aber ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das Donald Duck sein soll. Also wie gesagt, es sieht immer noch aus wie ein Außerirdischer. Keine Ahnung. Und wie gesagt, das, denke ich mal, wird die, die Dings sein, die Eiskönigin sein. Deswegen. Und hier weiß ich halt nur nicht, ob da jetzt was Neues dann freigeschaltet werden wird oder ob ich das jetzt noch nicht kann, weil das halt geplant ist und später erst freigeschaltet wird. Hier sieht es ja auch noch so aus, ob ganz viele Sachen freigeschalten werden noch. Ich bin echt mal gespannt. Kann ich jetzt irgendwas schon, Konstruktives eigentlich mit Arbeit. Dir sprechen? Hast du eine Frage? Aha. Gameplayerin. Kennst du den Unterschied zwischen dunkler und heller Magie? Ja, klar. Also verstehst du bereits die Art der Magie. Sehr gut. Was zieht dich an? Helle Magie oder dunkle? Ja, helle natürlich. Helle Magie. Eine selbstlose Wahl. Und sie wird dir bei der Aufgabe der Wiederherstellung des Teils gute Dienste leisten. Ich lüpfe meinen... Sehr schön, da haben wir schon mal wieder 100 dazu. 500 fehlen mir noch. Ich habe leider alles getan, aber keinen dritten Pilz gefunden. Das müsste ich dann vielleicht heute Abend oder so nochmal probieren. Gemüse werde ich zwischendurch nochmal machen. Dann hätten wir auch nochmal 300 dazu. Bringe einem Freund ein Lieblingsgeschenk oder baue zwei Mineralien ab. Ich weiß jetzt auch du gar bist nicht, hier. Ob wir ihm... Schön, denn uns bleibt ja, nicht viel ja, Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ob bei ihm noch irgendwas... Ach doch, eine Nachtscherbe. Nachtscherbe, blauer Bartfaden und Cracker. Ich hätte das es könnten wir mal nicht eben. Ja, sei bekommen. Mal ruhig. Blauer Nachtfaden, Cracker und eine schwarze Scherbe. Blauer Nachtfarben. Was ist das jetzt so? Cracker und eine schwarze Scherbe. Blauer Nachtfaden, Cracker. Genau der. Da nehmen wir mal einen von raus. Cracker und so eine schwarze Scherbe. Können wir so Cracker jetzt gerade herstellen? Ich weiß gerade nicht. Ach, da brauchen wir nur Weizen oder so für. Machen wir eins rein und zack. Cracker. Sehr schön. Und eine schwarze Scherbe wollte er, ne? Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Naja, ich wollte jetzt eigentlich nicht alles haben. Ich wollte nur eins haben. Aber okay, so geht's auch. Das machen wir noch eben schnell am Ende der Folge. Das müssen wir natürlich nicht immer zusammen machen. Da unten ist er. Das mache ich normalerweise im Hintergrund. Er ist jetzt nicht ernsthaft hier bei Dagobert drin, oder? Oh. Wo ist er denn? Dagobert ist da? Ach, da oben. Ja gut, der darf natürlich auch was einkaufen. Jetzt ne? Komm schon, uns erwartet viel Arbeit. So, einmal bekommst du eine Blume. Och, er ist doch gar nicht auf Max-Level. Ist er auf 9,5 erst? Och. Ich dachte, er wäre schon komplett Max-Level. Dann haben wir noch einen Cracker für dich. Wo haben wir den denn da? Aber er geht nicht höher dadurch, hä? Normalerweise gehen die doch ein halbes Level höher. Und ich habe noch eine schwarze Nachtscherbe. Okay, der geht wirklich nur minimal höher dadurch jetzt im Moment. Okay. Gut, ich kann jetzt leider nicht reden. Tut Und mir leid. Und jetzt fort mit dir. Ja, du mich auch, danke. Gieße zwei vertrocknete Blumen. Ich habe, glaube ich, gar keine vertrockneten Blumen mehr. Ich bin mir nicht so sicher. Kann ich? Ach nein, das ist wieder die Tür, die so verbuggt ist. Vertrocknete Blumen könnten höchstens die hier unten sein, aber ich glaube eher nicht, dass die vertrocknet sind, weil die waren, glaube ich, wo ich das letzte Mal da war, hatte ich sie gegossen, genau, und sind jetzt nicht mehr vertrocknet. Schade. Was wir wohl machen könnten, ist die mal eben ernten. Davon haben wir jetzt leider nichts mehr drin. Das ist schön, was du hier gerade machst. Da ich den Platz leider belegen muss, muss ich jetzt mal eben davon eine machen. So, dann gießen wir die kurz. Ist natürlich jetzt, eigentlich ist es Blödsinn, was wir machen. Hier machen wir noch schnell ein Loch rein. So.
Zack. Geh mal weg da bitte. Dann machen wir noch eine da rein. Nee, so rum. Zack, einmal gießen. Und wir haben es nicht geschafft. Warum haben wir es nicht geschafft? Gieße zwei vertrocknete Blumen. Ja. Vielleicht sollten es tatsächlich... Ah, Pilze, 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 Pilze. Vielleicht sollten es tatsächlich Blumen sein und keine Dings. Ändere dein Outfit. Oh, das ist immer so ätzend, wenn man das macht. Da bin ich ganz ehrlich. Ich möchte es ja nicht ändern. Ich weiß jetzt gerade nicht das Kürzel. Moment. Sammlung, Sammlung. Kleidung. Achso, die kann ich mir mal nur angucken. Moment. Wie ging das nochmal? Da sind die Möbel. Genau, da ist auch die Garderobe. So. Anpassen wollen wir nicht. Alles. Haben wir hier irgendwas in der Nähe von dem, wo wir sowieso sind? Das nehmen wir rein. Gehen raus. Zack. Breite ein Ein-Sterne-Gericht oder besser zu. Das ist doch wunderbar. Ich möchte aber eben noch diese Dinger hier wieder loswerden. Zack. Kann man da eigentlich auch Kleiderkostüme anpassen? Genau, die Frisuren kann man hier auch anpassen. Aber ich denke nicht, dass ich die ändern werde bei dem, was ich hier sehe. Nee, ich lasse es erstmal so. So, aber alles andere, was ich jetzt noch machen kann, also wie jetzt zum Beispiel das eine Kochen und so, das werde ich mal eben offline machen, das ist ja kein Thema. Ich muss nämlich jetzt auch gleich los. Ich hoffe, dass es jetzt nicht klingelt. Ich versuche den Alarm mal eben schnell auszuschalten, bevor es hier doch noch anfängt zu klingeln. Ja, wir haben leider nicht alles schaffen können. Ich hoffe stark darauf, dass wir es noch schaffen, die Fasern einzusammeln, beziehungsweise den Seetang einzusammeln. Aber der scheint nicht allzu oft an den Strand gespült zu werden. Es kann natürlich auch sein, dass die nur zu gewissen Tageszeiten abholbar sind, weil normalerweise ist es ja so, dass ich nur abends aufnehme, also zumindest das Spiel hier. Ich hatte aber heute mal eine Stunde, anderthalb noch Zeit und habe das jetzt tagsüber mal gemacht. Ach so, eine Sache, bevor ich es vergesse, möchte ich euch noch zeigen, und zwar bei den Einstellungen. Ich glaube, ich habe euch das noch nicht gezeigt, hoffe ich zumindest. Unter Steuerung, da könnt ihr jetzt die Tageszeit versetzen. Das heißt, wenn ihr merkt, dass es dunkel ist, ihr aber gerne im Hellen aufnehmen würdet, ne, dass es schön aussieht von Optik her, dann könnt ihr das Ganze entweder 12 Stunden zurück oder 12 Stunden vorstellen, also beziehungsweise bis zu 12 Stunden. Aber zwei Sachen. Erstens, steht ja auch hier drunter, das beeinflusst nur die Grafik, aber das Spiel bleibt mit der lokalen Zeit synchronisiert. Das heißt, ihr könnt leider, leider nicht die zeitspezifischen Sachen dadurch bekommen, was ich sehr, sehr schade finde, weil, wie gesagt, also es gibt genügend Leute, die zum Beispiel abends nur spielen oder morgens nie spielen können, weil sie arbeiten müssen oder so. Die könnten dann zum Beispiel nicht die Sachen bekommen, die man normalerweise bekommt. Es sei denn natürlich, dass es nur diese zwei Sachen gibt, also nur dieses tagsüber, ich sag jetzt mal bis 18 Uhr oder so, und abends. Das wäre dann natürlich noch möglich, also für mich auf jeden Fall noch möglich. Was ich aber sehr geil finde, ist die Sache, dass man das Ganze versetzen kann, sodass man ja im Hellen aufnehmen kann, weil es doch viel schöner und freundlicher aussieht, anstatt immer im Dunkeln aufnehmen zu müssen, wie es halt bei mir ja die Hälfte der Zeit der Fall war. Hallo! Das finde ich eine richtig gute Sache. Wie gesagt, ich hätte es auch sehr, sehr gerne, wenn man irgendwie sprinten könnte. Von mir aus auch ein bisschen die Ausdauer dabei verbraucht, das würde ich auch noch in Kauf nehmen. Hauptsache, ich käme ein bisschen schneller von A nach B, wenn ich zu Fuß laufe, ohne zu porten. Aber ansonsten ist ja alles in Ordnung. Ich meine, es ist kein Muss. Es wäre halt nur schön, wenn das gehen würde. Ja, es tut mir wirklich, wirklich leid. Wir konnten jetzt diese Quest auch nicht beenden. Genauso wie diese Mickey-Quest. Ich werde aber mein Bestes tun, um die Sachen zu sammeln. Eisenerz haben wir ja ein bisschen was irgendwo noch da drin gehabt. Das heißt, ich werde einfach mal gucken, dass ich ein bisschen farme noch zwischendurch und hoffe, dass ich dann irgendwann auch mal Eisenerz zwischendurch dabei habe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.